Wasser. Ist echt schlecht. Servus Leute, willkommen zum großen Finale. Wir haben ja gesagt, wir steigern uns und jetzt sind wir angekommen bei dem Endgegner, weil wir fahren quasi mit einem starren Dämpfer. Wir schweißen das Ding fest und dann haben wir gar keine irgendwelche Dämpfung. Das wird spannend, definitiv. Ich meine, wir waren schon spannend unterwegs und hatten viel, viel Aha-Momente. Bis gleich. Wow. Das hebt ab vorne und hinten auch. Wahnsinn, ne? Was so ein Öl ausmacht. Ich denke, ich muss nicht viel sagen, weil man sieht ja ganz offensichtlich, was jetzt hier passiert. Wir haben normalerweise ein Federbein mit verschiedenen Bauteilen, die uns eine sichere Fahrt garantieren. Da sind wir halt komfortabel unterwegs, wir sind performant unterwegs. Diese ganzen Bauteile haben wir nicht mehr. Wir haben quasi, bildlich gesehen, eine Eisenstange. Ja, weil es dämpft nämlich gar nichts mehr. Ich bin selber noch nie gefahren. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Aber was ich weiß, es wird actionreich. Aber erstmal bauen wir es ein. Das heißt, wir ersetzen jetzt unser Federbein gegen diese starre Stange. Wir haben ja gelernt, wie wichtig es ist, dass alle Komponenten eines Federbeins perfekt aufeinander abgestimmt sind. Weil ich meine, die Energie, die entsteht beim Bremsen oder eine Bodenwelle, die muss ja absorbiert werden. Und das geht halt nur, wenn es perfekt abgestimmt ist, damit sich der Fahrer auf den Straßenverkehr konzentrieren kann. Jetzt stellt euch mal vor, wir lassen all die Komponenten einfach weg. Ich meine, dann fährt es direkt. Da federt gar nichts mehr. Wir haben es gemacht im Polo. Seid gespannt. Genug Theorie, hin zur Praxis. Und ich kann euch eigentlich nur eins sagen. Der ganze Test steht unter einer Überschrift hart. Weil das Fahrwerk ist hart, die Fahrt wird hart, die Karosserie leidet sehr hart. Es wird alles hart. Ach, ich bin gespannt, ey. Ich bin noch nie mit so einem Auto gefahren. Wirklich. Deswegen bin ich wirklich, wirklich gespannt, wie viele Runden ich schaffe. Bis gleich. Wir wollen ganz langsam anfangen. Alter Schwede. Es tut mir leid, jetzt schon mal, wie oft ich Alter sage. Mein Sprachzentrum ist auch wahrscheinlich davon beeinflusst. Von diesen Erschütterungen. Ey. Ey Leute, jetzt mal ohne Scheiß, ich fahre 15 km/h. Also zwischen 10 und 15 km/h roll ich hier rüber den Asphalt bzw. Schotterpiste. Und es. Also wie fühlt es sich an? Es fühlt sich scheiße an. Es fühlt sich richtig, richtig, richtig. Nicht gut an. Es fühlt sich richtig nicht gut an, wirklich. Weil es ist null Bewegung. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal. Ich hole mir jetzt einen Helm. Ich habe die Schnauze voll. Weil ihr müsst überlegen, ich bin zwischen 10 und 15 km/h bin ich gefahren und ich habe mir schon fast die Birne gestoßen am Himmel. Also. Ich kann jetzt schon ein Zwischenfazit geben. Ich bin so ungefähr mit zwischen 10 und 15 km/h gerollt und habe mir schon das erste Mal die Birne gestoßen am Himmel. Und ich habe kein Schlagloch mitgenommen. Ich hab's gleich gesagt. Ja, ich weiß. Ich wollte nicht drauf hören. Danke. Der Johannes hat immer recht. Aber ich wollte es ja nicht drauf hören.
So. Sieht zwar ziemlich blöde aus, aber ich glaube, ich brauch's. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ihr müsst euch das vorstellen, als würdet ihr irgendwie rüberfahren, ne? Und du fährst mit einer Stange Stahl über Bodenwellen. Ja, das ist eigentlich die richtige Umschreibung. Null Federung, ein bisschen über die Reifen, aber da ist ja nichts. Aber was ich mich da eingelassen habe, weiß ich auch nicht. So, gewöhnt euch an meinen neuen Look. Muss sein. So, weiter geht's mit 20 km/h. Alter Schwede. Boah, allein den Fuß auf die Pedale zu lassen, das ist echt ein Krampf. Meine Fresse, ey. Ihr müsst euch vorstellen, es ist null Bewegung. Die einzige Bewegung, die hier in diesem Auto ist, hast du quasi über die Reifen. Also Federung meine ich. Bewegung hast du ganz viel im Auto. Aber allein das, die Kante, die Fräskante, das Rad, das bleibt einfach da, wo es ist. Alter, Alter. Boah, die Bandscheibe lässt ab. Mal so, ich weiß, wenn du Gas gibst, dann weißt du, das ist ein. Ja, ich sag euch gleich was dazu. Ich kann so schlecht dabei reden. Alter Schäle, ich bin raus aus der Nummer. Alter, ja, ich muss Pause machen. Das ist das kleinste Übel. Ich weiß nicht mehr, was ich mich da eingelassen habe. Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft ich mir die Birne gestoßen habe. Das ist unglaublich. Ich traue mich. Also ich bin, glaube ich, weit vorne mit Risikobereitschaft. Ne? Aber ich schaffe nicht schneller als 30 zu fahren. Weil du kannst deine Hände nicht an Lenkrad lassen, du kannst die Füße nicht mehr an die Pedale, du bleibst nicht mehr auf dem Sitz sitzen, du stößt dir die Birne. Ich kann gar nicht reden. Ich kann nicht moderieren dabei. Was habt ihr denn für eine Scheiße euch überlegt? Johannes, was soll das? Könnt ihr gleich sagen, ihr mögt mich nicht. Boah, ey, das sagst du so. Man darf das auf jeden Fall, also ein Tipp an euch, wenn ihr irgendwie sowas versuchen wollt, macht es A nicht. B, wenn ihr es machen wollt, auf einer abgesperrten Strecke, so wie bei uns, nicht essen davor. Ja, ist echt schlecht. Ihr wisst, was jetzt folgt, ne? Ihr wisst, was dran ist. Slalom. Und dann, oh, was ist das? Oh, mein Magen dreht sich. Okay, solange es irgendwie gerade ist auf dem Boden, kann man hier ganz guten Slalom fahren. Sobald irgendeine Unebenheit ist, schießt es sich komplett aus dem Leben. Kein Bock mehr. Alter Schwede. Nee, in der ganzen Reihe war mir nicht noch einmal schlecht, ne? Ist mir richtig schlecht. Slalom haben wir jetzt ganz viel gemacht. Sind zu einer Erkenntnis gekommen, die da wäre. Lass es einfach sein. Fahr normales Fahrwerk. Wir werden jetzt noch mal bremsen. Boah, bin ich im Arsch. Ich
Ich muss mal kurz erholen. Känguru-mäßig auf 50. Oioioi. Wie immer, wir beschleunigen auf 50, wenn alles gut geht, sei denn es zerreißt mich hier, also hebelt mich aus und dann Bremse. Ich glaube, das Auto schiebt einfach nur. Ne? Oioioioioi. Überraschend kurzer Bremsweg. Das ist das Einzige, was man diesem Auto hier gerade zugute halten kann. Man kann gut bremsen. Aber es bringt mir auch nichts, wenn ich nur 20 fahren kann. Hi. Ich hatte ja gesagt, es wird hart, ne? Ich habe mich geirrt. Es ist sehr, sehr hart gewesen. Also man muss sich das so vorstellen, als hätte ich die Aufgabe des Fahrwerks übernommen. Weil ich habe irgendwie versucht, alles irgendwie zu dämpfen, irgendwie in Reihe und Glied zu halten. Wahnsinnig. Also was ich nur sagen kann, macht es nicht nach. Und das ist wirklich nicht eine Floskel, sondern macht es wirklich nicht nach. Es ist einfach absurd. Und wenn das auf der Straße, also was nie passieren wird, aber wenn man das auf der Straße fahren würde, da gefährdet es nicht nur dich, sondern alle anderen auch, weil da ist no Control auf irgendwas. Puh, das war aber auch ein Ritt, ne? Also der letzte hat es mir wirklich besorgt. Wahnsinn, ey. Habe ich noch nie gehabt. Aber viel wichtiger ist, ich hoffe, wir haben euch nahegelegt, wie wichtig ein Fahrwerk ist, dass es wirklich aufeinander abgestimmt ist, dass es funktioniert. Weil wenn es nicht so ist, dann habt ihr gesehen, was passiert. Und ich meine, wenn das im Straßenverkehr passiert, dann ist richtig Alarm. Hier weniger schlimm. Aber wir haben es auch natürlich übertrieben, damit ihr wirklich seht, was los ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like hier, abonniert den Kanal und vielleicht habt ihr noch Ideen, was man noch alles anstellen kann, weil ich meine, das Format heißt What Happens When. In dem Sinne, tschüss, hat Spaß gemacht, bis dann.